Hallo, ich grüße dich. Willkommen zu diesem lebendigen, anregenden Tag. Also es ist zumindest die Empfehlung, die Bedeutung, zweimal die neun an stärkster Stelle, macht auch die zwei so weit mit, oder? Eben heute zu versuchen, luftiges, leichtes, lockeres, spielerisches zu fördern. Ja, das schadet ja nie. Ich meine, da haben viele von uns, auch ich manchmal, ja, durchaus Entwicklungspotenzial, und das ist doch gut, auch zum Beispiel spontanes, direktes, unverbindlich mal. Es muss ja nicht immer alles vollster Struktur, vollster Rahmenbedingungen, vollster, weiß nicht was, festgelegten, fixierten Dingen, Situationen sein. Also heute ganz gut einfach, eben, sag mal, unverbindlich, spontan, leichtfüßig zu agieren. Auch zum Beispiel was Thema Freiheit und Unabhängigkeit betrifft, innere und äußere Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, alles einfach zum Thema Freiheit, frei werden, was dazu so wichtig ist im Dezember, im September. Das läuft jetzt heute eigentlich, oder ist der zweitletzte Tag, genau. Also solche Dinge vorzubringen, halt speziell sowieso die 9 zu fördern, wie ich es da schon beim 9.9. oder 19.9. empfohlen habe, kannst du natürlich auch tun. Es ist ein interessanter Tag für Philosophisches, für Bücher lesen, Bücher schreiben oder Schriften erstellen, für Dichten, für irgendwelche speziellen Analysen, Betrachtungen, sowieso mal Kopftätigkeiten aller Art, kannst du das auch sehr gut dafür verwenden, dieser Tag. In der Kommunikation mit der 38, ja, ist eine Polaritätszahl, die wirkt sich jetzt aber nicht so stark auf das Tagesgeschehen aus, weil das zuerst das Wichtigere ist, natürlich mit der 29 und der 9. So gesehen kann man das auch ein bisschen relativieren. Klar, kann zeigen, dass im Gespräch halt, da gibt es x Möglichkeiten zu agieren und zu reagieren, weil mit einer Polaritätszahl sind natürlich immer sehr viele Bandbreiten möglich. Heute zum Beispiel zwischen passivster und aktivster Beteiligung. Genau. Menschen, die am 29.09. geboren sind, die haben beste repräsentative Möglichkeiten, liegt auf der Hand. Also das können begnadete Dienstleister sein, sollten unbedingt irgendeine Dienstleistung anbringen, ob das jetzt als, ja, als Speaker, als Kommunikatoren oder zum Beispiel, ja, wenn Sie ein eigenes Produkt haben oder Geschäft, oder einfach, Sie sollten irgendeine verkaufende, eine vermittelnde, vortragende Rolle spielen. Also die Dinge nach außen tragen, Dinge nach außen bringen. So, also das ist sicher zu verstehen. Also sicher nicht diese im Hintergrund sich befinden und sich da versteckt halten, sondern nein, sich da beweglich und intellektuell und schlau, tolerant und leichtfüßig da in Szene zu setzen, da dies und das an die den Mann und Frau zu bringen, da sich zu verkaufen. Ja, oder sich natürlich eben auch als spezielle Denker, Philosophen, Gelehrte, Schreibende, Dichter betätigen, oder in Sachen Sprachen, Fremdsprachen, so. Gut, also jetzt haben wir da schon sehr viel aufgezeigt. Menschen, die am 29.09. geboren sind, können zum Beispiel eine Verbindung haben, eine kommunikative, vor allem zu Menschen, die wie Sie die 38 als Kommunikationszahl haben. Das geht zum Beispiel 28.10. gibt dann eben auch 38 als Beispiel. Auf die Tageszahl 29 bezogen kann das zum Beispiel sein 28.01. gibt auch wieder 29. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, und falls du Lust hast, also lade ich dich ein, da morgen wieder dabei zu sein, wenn wir den letzten Tag in diesem Monat miteinander besprechen. Tschüss, bis bald.